Übersprung eingeleitet. Haha, Mittelfinger. Automatischer Start aller Schiffe. Ups. Hyperraumsprung fehlgeschlagen. Die Quantenwellenform ist aufgrund einer Art Inhibitionsfeld zusammengebrochen. Oh. Feld wird analysiert. Schützen Sie weiterhin das Mutterschiff, bis die Quelle lokalisiert ist. Schwärmer. Schwärmer auch so schön. Jetzt, Junge, es geht langsam echt auf den Keks. Du weißt, dass du unterlegen. Wann müssen eigentlich meine Korvetten der Vario? Was macht ein... Ich weiß gar nicht mehr, was die Drohnen triggert. Die hat so Drohnen, die sie aussenden kann, aber ich kenne nicht mehr die Stärke von den Drohnen. Mutterschiff. Einzige, was im Moment nichts macht, sind die Varios. Weil diese noch in keiner Gruppe sind. Aber wenn die jetzt dann noch mitverwendet werden, dann sieht es wirklich schlecht für die Varios. Nachricht empfangen, Offizier. Datenansatz bereit. Ziel bestätigt. Einsatz bereit. Datenansatz bereit. Ziel bestätigt. Bestätigung. Ziel übernommen. Muss man ganz schnell draufdrücken, um das verwenden zu können. Juckt es die oberen Säulen nicht mal kurz nicht jucken. Wenn die wegrennen, brennen die weg. Ich habe bisher nur zwei Jäger und ein bisschen Käse so verloren. So, wie sieht's aus? Noch eine Vario-Kanone. Dann habe ich 9. Die kriegen Gruppe 5. Und wenn die jetzt gleich ready sind. Heide Witzke. Die wünschen sich wirklich die Hinsicht nie wieder zu einem. Komm. Vario-Kanonen-Korvette fertiggestellt. Immer ein Auge auf der Uhr behalten. Ich stehe. Zack, Klaue, ausweichen. Ernteschiff wird angegriffen. Ich spür schon mal die Vario-Kanonen-Korvette hier. Dampf und der Montagne. Ja. Ich habe eine Begleitfregatte, also du darfst ruhig mein Rohstoff-Überwachungsschiff angreifen. Dann lenkt nämlich, ist dein Feuer nämlich genau da, wo es nicht sein könnte. Sieht's mit Gruppe 2 aus? Oh, die müssen auch mal anlocken. Gruppe 4, den saß bei denen, das ist okay aus. Also im Moment sind nur Gruppe 3 und Gruppe 5 zur Verfügung. Ich will mal gucken, wie schnell die fahren. Bei den Vario-Kanon. Oh ja, die haben gar keine Chance. Hihi, das freut mich. Moment, Gruppe 3. Ich hab doch noch. Da ist er. Sonst noch einen von Gruppe 3. Ich möchte halt nicht so viel verlieren. Deswegen, ich glaube, ich werde noch. Hab ich das Geld? Ja. Nochmal eine Begleitfregatte. Bauen, um so ein bisschen grob hier hinzukommen. Achso, Gruppe 4, verstanden. Gruppe 4, melde mich zur Stelle.
Gruppe 4, Nachricht empfangen. Werden jetzt alle noch ein bisschen repariert. Gruppe 1. Gruppe 4, Pressen hat Bestätigung. Gruppe 1, übernommen. Information ist eigentlich Wurst, wenn du einen ausweichenden Modus eingibst. Ziel übernommen für 5. Nachricht empfangen. Da sind auch Formationen eigentlich ziemlich Wurst. Die Gleitfregatte ist perfekt. Melden uns immer schief an ihnen dranbleiben. Warten auf eine Gruppe 5. Wir werden angegriffen. Warten auf Befehle. Gruppe 6 festgelegt. Melden uns zur Stelle. Ich glaube, ich weiß, wo der das Problem bei den Bombern gerade ist. Wollen anscheinend andocken. Wagenkanon. Melde mich zur Stelle. Gruppe 5, melde mich zur Stelle. Die wollen, glaube ich, gerade eine Begleitfregatte andocken. Abfangkurs eingegeben. Gruppe 4, Bestätigung. Wir wollen sie gar nicht. Achtung, Gruppe 2. Gruppe 1, Angriffsbefehl erhalten. Angriffsbefehl erhalten. Abfangkurs eingegeben. Da deine Treibstoffkapseln kannst du dir auch mal. Der wird nicht so schieben. Wir hätten kaum noch Treibstoff. Gruppe 3, Koordinaten bestätigt. Gruppe 3, melde mich auf dem Weg hier bestätigt. Verstanden. Gruppe 1. Treibstoffkapseln könnte ich eigentlich nicht jucken. Gruppe 5, Nachricht empfangen. Gruppe 2. Gruppe 3, Gruppe 2. Sind die nicht angedockt? Die sollten. Gruppe 2, wir fliegen auf Reserve, kaum noch Treibstoff. Ja, andocken. So, jetzt habe ich nur noch Gruppe 1, 3 und 5 zur Verfügung. Oh, fliegt der weg, hat er die Pussy Angst. Ich weiß so sowas. Ja. Yep. Gruppe 1, melde mich zur Stelle. Ach, Gruppe 1, finish dann. Gruppe 5, melde mich. Ist mit Gruppe 5 aus, greift mit einfach. Ey, warte. Ey, da will einer rammen oder was? Das Mutterschiff wird angegriffen. Angriff abgeschlossen. In Warteschleife eingeschwenkt. Sie ist drin. Gruppe 1, Bestätigung. Ziel übernommen. Ziel bestätigt. Angriff abgeschlossen. Gehen in Warteschleife. Das Inhibitionsfeld ist verschwunden. Hypersprungaggregat voll funktionsfähig. So, wir können jetzt springen und die Mission, glaube ich, damit auch beenden. Hypersprung. Schnelles Andocken. Hypersprungaggregat aktiviert. Ich glaube, es war dann sogar die nächste Mission, die ich so schrecklich fand. Es scheint, als ob das feindliche Mutterschiff über einen mächtigen Feldgenerator verfügte. Dieses Feld verformte unser Quantenschwingungsfeld und hinderte uns so daran, in den Hyperraum zu springen. Des Weiteren haben wir festgestellt, dass die Energiesignatur des feindlichen Hypersprungmoduls der Signatur unseres eigenen entspricht. Das wirft interessante Fragen auf, denn unsere eigene Technologie ist ja eine Rückentwicklung des Wracks der Kartoba. Unsere Hypersprungsysteme funktionieren jetzt korrekt und dieser Sprung wird uns aus dem Nebel hinausbringen. Automatischer Start aller Schiffe. Wie gesagt, oder auch nicht. Deswegen speichern wir und was weiterhin passieren wird, sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play Homeworld.